herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es an der Zeit, euch mal wieder ein neues Projekt vorzustellen. Und zwar Premiere. Wir haben einen Italiener bei uns im Bestand. Das Fahrzeug ist auch aus unserem Familienbesitz und braucht jetzt eine neue Aufgabe. So viel schon mal vorweg. Das Fahrzeug wird euch locker die nächsten 12 Monate begleiten. Mehr kann ich allerdings noch nicht verraten. Ich kann euch allerdings sagen, es wird diesmal rein gar nichts mit Thema, ich sag jetzt mal, Motor raus, exorbitant viel Leistung, Motor wieder rein sein. Und es wird auch nicht in Richtung Optik, Airride und so weiter gehen, sondern wir haben mit diesem Auto was ganz Spezielles vor. Aber da müsst ihr euch noch gedulden. Heute machen wir erstmal eine reine Bestandsaufnahme von dem Fahrzeug, damit es dann losgehen kann. Ja, so viel zum Thema erstmal vorab. Wir sitzen Schulter an Schulter in einem Abarth 500. Das ist die kleinste Version davon, das heißt 135 PS, 1,4 Liter 16V Turbo. So, nun ist der mittlerweile ein bisschen in Jahre gekommen, wie man sieht. Lenkrad müssen wir auf jeden Fall neu beziehen. Dann sehe ich auf jeden Fall, dass der Drehzahlmesser nicht geht. Also wenn unter euch ein Fiat-Experte ist, der mir sagen kann, wo wir den Drehzahlmesser relativ einfach reparieren lassen können, dann einfach einmal kurz in die Kommentare. Und schon sollten wir das auch hinbekommen. Ja, was gibt es sonst sozusagen? Kleines, flinkes, wendiges Auto. 0-100, ungefähr 8 Sekunden. Das werden wir aber nachher nochmal austesten. Frontantrieb. Gewicht um die 1100 Kilo, also wirklich kleines, leichtes Auto. So, jetzt gibt es noch mal ganz kleinen Nachtrag, und zwar witzigerweise ist nämlich Arthur, ihr kennt ihn ja schon von Renés Golf-Umbau, genau. SR Turbotechnik aus Paderborn hier. Und da kam mir gestern Abend die Idee, der könnte seine Wagen mitbringen, weil dann können wir euch nämlich noch schnell zeigen, was das Auto wiegt. 1098 Kilo. Eigentlich gar nicht so viel für so ein Auto, ne? Für komplett Serie. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, was das Auto ganz genau wiegt, und damit können wir weitermachen. Serie, aktuell auch komplett Serie, also kein Chip, kein Downpipe und nichts drunter. Das einzige, was geändert ist, komplett Serie ist nicht richtig, es hängt schon anderer Auspuff drunter, und wir haben ein paar H&R Tieferlegungsfedern drin. Mehr ist an diesem Fahrzeug bisher nicht geschehen. Erwartung wurde auch relativ lange nicht gemacht, das heißt, wir werden jetzt als allererstes mal einen Ölwechsel machen, Kerzen tauschen, Zahnriemen angucken. Der wird nämlich garantiert auch eigentlich fällig sein, und mal so ein bisschen Bremsbeläge, Reifen und so weiter gucken, weil das, was wir dann anschließend mit vorhaben, wird das gute Stück auf jeden Fall ein wenig fordern, und da sollten wir ihm auf jeden Fall vorher noch mal ein bisschen Wellness gönnen, würde ich sagen. Hat er auf jeden Fall nötig, ja. Wird aber cool, oder? Also ich freue mich drauf, ja. Ich glaube auch, wird eine Videoreihe, die wird noch mal ganz, ganz, ganz anders als das, was wir bisher auf dem Channel gebracht haben. Ich würde es euch jetzt eigentlich auch lieb gerne verraten, weil ich eigentlich nicht so der Geheimnisse-Typ bin. Aber ich kann es einfach nicht vorwegnehmen, weil es baut irgendwie aufeinander auf, so, ne? Ja. Deswegen. Aber ihr könnt jetzt erstmal ein bisschen italienische Qualität genießen. Und wir fahren einfach erstmal auf die Hebel und lassen mal so, ja. Unser kleiner, ich sag jetzt mal, Giftzwerg. 4 Zylinder, 1,4 Liter Turbo. Hier. Ich glaube, so einen großen Turbo hast du noch nie gesehen in deinem Leben, René. Nee. Den findet man mit der Kamera schon fast gar nicht, so klein ist das Ding hier vorne. Ist ein Garrett Turbolader Original drauf. Und ja, ich habe mir eben gerade noch mal überlegt, wir können das ja auch ein bisschen anders machen. Ihr könnt ja mal eure Wünsche in die Kommentare schreiben, was ihr euch für ein Themengebiet für dieses Auto wünschen würdet. Also wie wir das Ganze umbauen sollen und so weiter. Wir können auf die Wünsche zwar leider nicht eingehen, weil es gibt schon einen Plan, aber vielleicht ist ja für die Zukunft irgendwas Cooles dabei. Das Coole ist, so wie wir uns das jetzt überlegt haben, gibt uns die Möglichkeit, extrem technisch zu werden, aber ganz neue Gebiete. Also wirklich Bereiche, wo wir nie drauf eingegangen sind. So, wir tauschen Luftfilter, Kerzen und Öl.
Das heißt, als allererstes muss diese Abdeckung ab. Ich nehme alles zurück. Wir tauschen den Luftfilter doch nicht. Weil irgendwie muss in meinem jugendlichen Leichtsinn hier tatsächlich irgendwann schon mal ein BMC-Filter reingekommen sein. Deswegen geht das Ding so gut. Wir haben hier schon einen Baumwollfilter von BMC. Den müssen wir natürlich einmal, sieht man, einmal sauber machen, einmal auspusten. Aber der bleibt da definitiv drin. Was hättest du jetzt sonst für einen reingemacht? Ich hatte jetzt einfach wieder hier von Wertenbach einen stinknormalen Papierfilter bestellt. Ach so. So, aber so ist natürlich noch umso besser. Ja, das Krasse ist tatsächlich, man sieht auf den ersten Blick noch nicht mal die Zündkerzen. Also die müssen da, hier, da, doch, da sieht man ein bisschen was. Da sind sie drunter. Also wir müssen auf jeden Fall den ganzen Kasten abnehmen, um da ranzukommen. Ja, Kerzen sehen schon mal gar nicht so schlecht aus. Man spricht ja bei Kerzen immer von einer rehbraunen Verbrennung. Viel rehbrauner, glaube ich, ehrlich gesagt, geht's gar nicht. Sind alle trocken, das heißt drumherum, der rußige schwarze Bereich ist auch nicht irgendwie nass. Also ich würde sagen, der Motor ist tipptopp in Schuss. Wir machen sie trotzdem neu. Einfach die gleiche NGK-Kerze. Ich nehme immer NGK-Kerzen, beste Erfahrung mit. Einfach wieder rein. Wichtig ist, am Ende immer mit Drehmoment anziehen und ja, dann nehmen wir ihn hoch und gucken uns mal Öl an. Hier sieht man nochmal unsere schönen H&R-Federn, die da auch schon ein paar Jahre drin sind. Ich wollte nur einmal überprüfen, ob die Stoßdämpfer noch alle dicht sind. Das sieht aber soweit gut aus. Was natürlich auf gar keinen Fall bleiben kann, sind Winterreifen. Da müssen wir auf jeden Fall nachher noch Sommerreifen draufstecken. Und ich wollte einmal gucken, was die Bremse sagt. Aber das sieht soweit gut aus. Da ist auf jeden Fall noch genug Fleisch drauf. Jetzt gucken wir hinten nochmal. Auch Winterreifen, die müssen auf jeden Fall auch raus. Ja. Mal innen gucken. Ja, nicht mehr so die besten, aber ja. Hier kannst du mal einmal filmen von hier. Das könnte später ein Problem werden, das sehe ich so schon, ist die Achsgeometrie hinten. Man sieht, der Stoßdämpfer steht so schräg. Ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Ja, und hier sieht man unseren G-Tech Sportauspuff. Ganz schöne Wanne, Alter. So einen kleinen Motor. Ach so, krass, ja. Ich dachte, das ist vom Unterboden. Nein, das ist komplett der Schalldämpfer. Krasser Topf. Ja, so, jetzt noch ein Ölwechsel und dann können wir auch schon wieder zurück auf die Straße. Hier sieht man typisches Kurzstreckenauto. In dem Öldeckel bildet sich so ein Kondensat aus Wasser und Öl und am Ende hat man hier so richtig Mumpe drin. Also der Ölwechsel war auf jeden Fall notwendig. Das machen wir jetzt einmal sauber und dann kommt frisches Öl drauf. Normalerweise würde ich auf diesen Motor Motul 5W50 Sport drauf machen. Das ist das neueste Öl von Motul, einfach Ester-Basis. Problem ist, dieses Öl ist aktuell seit ein paar Wochen bei Motul im Rückstand und kann nicht geliefert werden. Werden bestimmt schon einige von euch mitbekommen haben vielleicht. Deswegen greife ich jetzt erstmal auf das 15W50 zurück. Mit dem 300V-Öl, das ist so eigentlich mit das Beste, was es vom Motul gibt. Da kann man nie was falsch machen. Ja, mit frischem Öl und frischen Kerzen würde ich sagen, testen wir das Ding jetzt hier mal ein bisschen. Ich bin gespannt. Also, was schon mal krass war, gerade auf der Hebühne, ist, wie leicht dieses Auto scheinbar hinten ist. Weil es war tatsächlich so, wenn man den normal hochhebt, dass er schon anfing, so ein bisschen zu wackeln. Ne? Mhm. Also, der muss extrem leicht auf der Hinterachse sein. Extrem kurzer Radstand. Merkt man auch, dass das Ding schon gut, ich sag mal, agil und vom Geradeauslauf her so nicht das beste Auto ist. Jetzt einfach mal gucken, was das Ding so kann. Ob wir an diese Werksangabe von 8 Sekunden 0-100 rankommen. Ja, ohne Drehzahlmesser wird jetzt natürlich auch geil, eine 0-100 zu fahren. Müssen wir rein aus Gefühl. Gleich auf jeden Fall schalten. Ja, Fahrwerk ist natürlich eine Frechheit. Ne? Jawohl. Motorsport. Aber gar nicht so schlecht, ne? Nee, geht. Was war das jetzt? Weiß ich nicht. Das war die Driftbox, oder? Kannst du echt nicht sagen. Was hier gerade gepiepst hat.
ja, sonst ja, ist halt nicht viel Auto, ne? Ja, aber es ist eigentlich so ein cooler Stadtplätzer, ne? Genau. Wäre für die Stadt perfekt. So klein. Vor allem, du wirst dich erschrecken, wenn du hiermit mal irgendwo einparkst, ne? Der passt halt überall rein, um es mal so zu formulieren, ne? Eigentlich brutal, dass man hier wirklich keine Software und gar nichts drauf gemacht hat, ne? Also ich glaube, das ist so ein beliebtes Auto dafür, wo wirklich softwaremäßig recht schnell recht viel geht. Weil den gibt es auch mit 160 PS. Mhm. Und dann geht mit Software auf jeden Fall. Wie lange war der jetzt noch Familienbesitz? 7 Jahre oder so bestimmt. Okay. Dann noch keine Software drauf? Nee. Cruiser. Und was denkst du, was man hier nur mit Software rausholen könnte? Ja, also ich denke mal, also 160 auf jeden Fall und vielleicht sogar so 170, 180 oder so und dann wird das langsam losgehen so mit Ladeluftkühler, Downpipe und so weiter. Was ich an den Autos immer besonders mag, ist der zum Beispiel, dass du hier einen schwarzen Dachhimmel hast. Mhm. Deswegen, das war ja damals bei mir der Grund, warum ich mich für GTD entschieden habe und nicht den normalen Diesel genommen habe. Einfach nur wegen dem schwarzen Himmel. Bei normalen gab es ja nicht wirklich? Nee, da war das so ein Beige halt, ne? Wie, ach so. Okay, krass. Weil das wirkt halt immer viel wertiger und es ist nicht so schnell dreckig. Ja, wobei ich persönlich auch immer finde, mit dem schwarzen Himmel sieht es halt auch viel, 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 viel kleiner aus, ne? Also weißt du, wir fühlen uns hier drin deutlich enger, so Schulter an Schulter mit dem schwarzen Himmel, weil es halt schon alles so ein bisschen drückt, ne? Okay. Als wenn es jetzt heller wäre, ne? Aber trotz, dass wir hier so zweit drin sitzen und ich nicht gerade leicht bin, geht, ne? Ja, ich finde auch. Klar, ist jetzt kein Rennwagen, ne? Aber erwartet ja auch keiner. Aber du siehst die Dinge auch relativ selten auf der Straße, finde ich, aktuell. Mhm, stimmt, ja. Die neueren Modelle davon gibt es jetzt ja auch mit DSG. Wobei, nein, das ist kein DSG. Das wird irgendwie so ein automatisiertes Schaltgetriebe oder sowas in Richtung sein. DSG ist das nicht. Okay. Den hier gab es nur als Schalter. Ja, macht ja auch mehr Spaß. Hattest du schon mal eine Automatik außer dem Bus? Bestimmt. Aber ich bin ehrlich gesagt, also klar, ich fahre gerne Schalter, aber ich fahre auch gerne Automatik. So, ne? Das ist mir persönlich egal. Aber also auf jeden Fall hat er die Leistung noch, das hat er definitiv. Das kann man so auf jeden Fall sagen. Was ich verwunderlich finde, von draußen hört er sich richtig gerne nicht sportlich an und hier drinnen hörst du irgendwie nichts. Also das haben sie hinbekommen mit dem Auspuff, dass man von draußen definitiv mehr hört als von hier drin. Von hier drin hört man so ein bisschen den Filter, aber mehr auch nicht. Oh, guck mal, 160. Dass ich doch vergessen habe, dass ich irgendwann mal eine Software drauf gemacht habe. Boah, ich nicht so früh. Der ist ja bei 190 begrenzt oder so. Hast du mal geguckt den Schein? Nee, aber der ging gerade so schnell auf 180, also 172. Ja, also an dem Fahrwerk müssen wir mit Celim auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten, ne? Alter, wie man hier drin sitzt. Boing, 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 boing. Wie so ein Flummi. Ja, es ist nicht zu hart, aber trotzdem schon ruppelig, ne? Ruppelig? Also gefühlt federt der gar nicht mehr. Ich glaube echt, der ist so mehr oder weniger auf Begrenzern dauerhaft. Und hoppelt hier nur so durch die Gegend. Was allerdings cool ist, das Auto gibt einem relativ schnell so ein, ich sag mal, ein sicheres Gefühl. Okay. Also jetzt sicher nicht im Sinne von, dass wir hier gut drin geschützt sind, sondern dass es das macht, was man will. Sehr direkte Lenkung, so meinst du zum Beispiel? Ja, so ein bisschen wie halt Go-Kart, weißt du? Mhm. In den Go-Kart sitzt du dich ja auch direkt rein, fährst eine Runde und hast halt schon so das Gefühl, wenn ich jetzt nach rechts lenke, fährt das Auto nach rechts. Mhm. Oder sowas, ne? Okay. Und trotz diesem huppeligen Fahrwerk hier drin, geht das schon. Also das muss man. das muss man schon sagen. So klar, soundmäßig kommt hier natürlich mal gefühlt gar nichts. Ne? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das angenehm. Also von draußen ist das natürlich und auch für den Sound ist es gut. Also für den Mikrofon-Sound. Wenn er sich von draußen sportlich anhört und von innen drinnen kannst du aber trotzdem mal eine weitere Strecke fahren, ohne Kopfschmerzen zu bekommen, ist das schon cool. Ja, aber ich bin zum Beispiel immer einer, der will den Sound lieber auch für mich selber haben, nicht nur für draußen, ne? Ich finde das einfach geil, wenn du so... Guck mal, hier hörst du ja gar nichts. Ja, das hört sich fast an, als wäre der Motor gleich hochgeht. Wie so ein Rasenmäher. Ja. Ah, ich freue mich aber auf jeden Fall schon drauf, was da noch so... Da wir ja wissen, was passiert, ich freue mich auch, du bist. Wird schon witzig werden. Ja. Es ist auf jeden Fall so ein Auto,
wo man relativ effizient mit schnell fahren kann. Ne? So ein 1,4er als Vierzylinder, der wird jetzt nicht Unmengen verbrauchen. Also selbst wenn man hier einen schweren Gasfuß hat, wird so ein Ding wahrscheinlich 7, 8 Liter verbrauchen. Ne? Und ja, da kann man schon ordentlich mit rumknallen. Ne? Ja. Ist natürlich auch wieder natürlich bei uns hier in Hannover, ist natürlich wieder ein bisschen die falsche Gegend. Ne? Geiler ist natürlich, wenn du mit so einem Ding irgendwie so ein bisschen bergig, Serpentin. Ja, zum Beispiel im Harz. Im Harz oder so. Mhm. Oder halt das krasse Gegenteil, wirklich in der Innenstadt von Ampel zu Ampel. Ne? Man darf auch nicht vergessen, guck mal, wenn so ein Ding 8 Sekunden auf 100 fährt, ist das schon gar nicht so langsam. Ne? Mhm. Ich sag mal, mein RS4-Kombi, der B7. Wenn du da jemanden reinsetzt, der jetzt nicht ganz so, ich sag jetzt mal, sportlich fährt wie ich, sondern der normal von der Ampel losfährt, das Ding normal schaltet und so, wird so ein Auto auch eher so 5,5 bis 6 Sekunden brauchen. Warst du mit deinem jetzt eigentlich schon mal 0,100 gefahren, ey? 0,100 noch nicht, ne. Wegen den Reifen. Also ich hab's ein einziges Mal versucht, aber... Ist alles in Rauch aufgegangen. Ja, es hat nichts gebracht. Also ich habe dann auch gar nicht mehr auf die Zeit geguckt. Hm. Aber 100, 200 stand ja auf dem Display 8,4. Mhm. Du hast ja gesagt, dass du eher denkst, dass es eher Richtung 9 geht. Mhm. Aber das ist eigentlich okay, finde ich. Ja, der ist schnell. Für einen Golf, ich denke mal, da merkt man halt definitiv den Frontantrieb, weil du halt einfach weniger Verlustleistung hast. Ne? Ja. Finde ich 9 Sekunden definitiv flott. Ist als Beispiel schneller als mein Kombi. Ja, aber liegt das nicht zum Beispiel auch an dem Turbolader? Ja, also vielmehr liegt es halt an Gewicht und Verlustleistung und so, ne? Okay. Ja, ich denke mal, das liegt ja. Ich fahre ja aktuell noch die Achillesreifen. Mhm. Das sind halt nicht so die gute Wahl, aber ich dachte, ich fahre die Felgen nur ein Jahr, deswegen wollte ich nicht in teure Reifen investieren. Aber wenn die neuen Reifen drauf sind, dann mache ich auf jeden Fall mal eine 0,100. Gucken. Was würdest du schätzen, was könnte er bringen? Weiß ich nicht, ist mit Frontantrieb immer schwierig. Also ich sag mal so, wenn du mit Frontantrieb eine 5,5 auf 100 fährst, dann bist du schon verdammt schnell. Okay. So, siehe der Golf 3 von uns. Ja. Der Golf 3 von uns, wenn du da mal so eine 5,7 oder so fährst, dann ist das schon gut so, ne? Also Frontantrieb ist eher immer so 6-7 Sekunden Bereich. Ja, aber da fahrt ihr ja auch ganz andere Reifen, als ich fahren könnte, ne? Deswegen. So, da sind dann schon Semislicks drauf und so weiter. Ja. Mit dem möchte ich auch gerne mal fahren. Also mit dem Golf oder mit Semis? Mit dem Golf. Am besten kurz bevor der Motor eh raus muss. Opa, bremst? Ja, bremst ist auch gut. So, jetzt ist Frontantrieb ist halt immer so eine Sache, wie fährt man an? Wenig Drehzahl, viel Drehzahl, ein bisschen schleifen lassen, ein bisschen nicht schleifen lassen, wir gucken einfach mal. Was machst du jetzt? Eine 0,100 fahren. Nein, ich meine ein bisschen schleifen lassen. Ja, ja, so ein bisschen an den Punkt ranfahren und dann so ein bisschen Gas geben dazu. Ne? Alter, fast Werksangabe hier. 8,3. Also ich bin der Meinung, die Box hat wieder gepiept, oder? Ja. Oder ist das Auto? Vielleicht hat er gepiept, als er die 100 erreicht hat. Ja, aber es wäre mir neu. Also, ja, das ist eine neue Box. Vielleicht ist das bei der noch so eingestellt, dass die bei 100 piept oder so. Also bei mir hat sie aber nicht gepiept. Ich bin ja auch schon damit gefahren. Ja, so, auf jeden Fall, das war schon mal eine 8,3. Also es fühlte sich unterm Fuß auch gar nicht so schlecht an, ne? Mhm. Also unterm Fuß kann ich jetzt nicht sagen, aber... Also es fühlte sich so, wie er so gedreht hat und so, gar nicht so schlecht an. Ich muss mal einmal die Legria wegmachen, weil ich konnte gerade nicht sehen, ob wir schon 100 hatten im zweiten Gang oder nicht. Weil, kein Drehzahlmesser, ne? Ist halt schon immer so ein bisschen, man fährt in dem Moment schon dann halt nach Gefühl. Ja, aber ich muss sagen, witziges Auto, macht auf jeden Fall Spaß. Wirklich ein bisschen leicht. Ja, da hast du gerade schon so ein bisschen gemerkt, ne? Mhm. Dass der
Ich hatte das schon mal ein bisschen vorhin gezeigt mit den Stoßdämpfern. Das Problem bei der Hinterachse ist, dass die Stoßdämpfer so schräg stehen, dass die einen extrem ungünstigen Weg zum Arbeiten haben. Mhm. Ich würde sagen, so viel zum Thema Abarth 500. Ich kann euch so viel versprechen. Ihr kriegt auf jeden Fall ein bisschen Action, was ihr ja immer haben wollt. Dann auf jeden Fall jede Menge Technik, auch Technik, die wir bisher noch so gar nicht gezeigt haben. Und bitte hofft nicht, dass es jetzt direkt in 2 Tagen weitergeht. Es wird jetzt erstmal 2-3 Wochen dauern, bis das nächste Video kommt. Aber wir bleiben dran, es wird geil, es wird Spaß machen und wir sehen uns beim nächsten Mal.